Ah, ich möchte eigentlich gar nicht aussteigen. Ich werde ausgestiegen aus meinem Rolls-Royce Cullinan Black Badge mit 6,75 Liter V12 Biturbo. Wahnsinn, bist du mal fertig? Hallo Amit. Moin, grüß dich. Moin. Na, alles fit? Unfassbar, oder? Ich meine, wir stehen hier vor 1,2 Millionen Euro. Das ist über 2200 PS. Und wir sind einer der Ersten, die den GLS 600 Maybach testen dürfen. Ja. Das ist schon cool. Also die drei hier sind brandneu. Der Maybach ist noch gar nicht auf dem Markt. Nein. DBX flammneu, der Bentley gerade gefaceliftet. Genau. Und das da, das V12 Monument. Der Koloss. Der Koloss. Der genau. Koloss ist ein bisschen böse, finde ich. Der Koloss passt nicht zu dem Auto. Aber ich würde sagen, wir reden hier nicht mehr über Champions League, wir reden hier über Weltmeisterschaft. Das sind die Weltmeisterschaften in den absoluten High-End-Luxus-SUVs. Danach kommt nur noch Jet und? Weiß ich nicht. Yacht. Also, wir werden heute herausfinden, welches von diesen Fahrzeugen ist das absolute High-End-Luxus-SUV. Welcher macht alles andere platt? Definitiv. Los geht's. Viel Spaß. Bis gleich. Ah, ich lass die Tür mal zumachen, ne? Ich mach meine Tür noch so zu. Meine sehr verehrten Zuschauer, wir schweben in einem Rolls-Royce Cullinan Black Badge. Das Fahrzeug ist ausgestattet mit 600 PS. Läuft in der Spitzengeschwindigkeit 250 Stundenkilometer schnell und kostet 381.395 Euro. Ich nehme so einen. Das Problem ist, der Testwagenpreis liegt noch ein bisschen höher. Wir haben nämlich hier Extras drin im Wert von 94.158 Euro. Das heißt, der Testwagenpreis liegt bei 475.553 Euro. Für ein Automobil. Da gibt's keine Villa dazu. Die musst du extra bezahlen. Heute fahre ich den Bentley Bentayga V8 First Edition. Das Auto hat 550 PS, 290 Stundenkilometer maximal. Das Auto fängt an mit einem Basispreis von 228.265 Euro. First Edition steht dafür, das sind die ersten Autos, die sind nicht limitiert auf Zahl, sondern auf Produktionsmonate. Das sind die ersten Autos, die produziert werden. Dann sind da Sachen schon mit inklusive, wie die Diamond Stitching, Kontrast Stitching und so weiter und so weiter. Und diese Autos werden immer höher gehandelt. Dieses Auto, was ich hier fahre, hat nochmal eine Zusatzausstattung on top von ca. 41.399 Euro und das Ganze ergibt 269.664 Euro. Das ist verdammt viel Geld, es ist verdammt viel Geld, aber wir fahren hier Luxus pur. Das absolut erste SUV von Aston Martin, der Aston Martin DBX. Er leistet 550 PS, ein AMG-Motor samt AMG-Getriebe ist verbaut. Die Bude läuft 291 Stundenkilometer Spitze und das Ganze kostet 183.500 Euro. Testwagenpreis 237.000. Das Feature, was mir am meisten Spaß bereitet, ist natürlich der Motor. Und vor allen Dingen der Sound. Er ist definitiv das sportlichste Auto in dem Quartett. Und ich bin sehr gespannt, was er aufs Parkett legen wird. Ich fahre den Mercedes Maybach GLS 600 4MATIC mit 557 PS plus 22 PS Elektromotor. Ist bei 250 Stundenkilometer abgeriegelt. Das Auto fängt an mit einem Basispreis von 160.114 Euro. Das Auto ist Luxus pur. Alleine die zwei Business Seats hinten. Und dieses Auto, was ich jetzt fahre, hat nochmal eine Sonderausstattung in Höhe von 78.759 Euro.
Somit kommen wir auf einen Gesamtpreis von 238.873 Euro. Wenn hier einer denkt, das ist hier nur Luxusfahren und hat nichts mit Gelände zu tun, der täuscht sich hier enorm. So, ich habe jetzt angehalten, gehe jetzt hier auf Offroad-Modus und jetzt gehen wir hier auf Einzelradsteuerung und guckt euch mal an, wie dieses Auto sich bewegt. Das ist doch genial, oder? Das ist doch Wahnsinn. Und jetzt kommt noch mal Freifahrmodus, das heißt, wenn ich im Sand stecken bleibe und nicht mehr nach vorne komme, dann fängt das Auto an zu tanzen. Und so fährt er mich aus dem Sand raus. Das ist schon genial. Und wenn du das Ganze dir so jetzt anschaust, fährst du raus und dann musst du keinen mehr rausschicken, der dich freischaufelt oder sonstiges. Nein, er holt dich raus. Was wir hier machen, ist so noch nicht da gewesen. Ich erinnere mich zumindest nicht und ich habe es auch noch nirgendwo anders gesehen. Wir haben vier absolute High-End-Luxus-SUVs und wir wollen herausfinden, welcher ist der beste, der luxuriöseste, der schnellste, das beste Gesamtkonzept. Unser Team ist so verteilt wie immer, wenn wir zwei unterwegs sind. Hamid kümmert sich um Spaltmaße, ums Kleingeld und um die Details, was den Luxus anbetrifft. Und Matthias um Performance, Fahrdynamik und alles, was verrückt ist. Ah, ein stattlicher Auftritt. Matthias, es ist einfach nur königlich. Ja, also, es geht darum, da sitzen Könige drin, Wirtschaftsgrößen, okay. Promis. Okay. In all diesen Autos bewegen sich diese Leute, die werden an der Ampel erkannt, okay, und müssen dann ganz schnell weg. Wir machen nämlich die Flucht-Challenge. Ah, okay. Da geht es nicht einfach stumpf um eine ganz normale Rundenzeit, sondern wir haben so ein paar Hindernisse eingebaut. Wir müssen rückwärts einparken, dann wieder wegfahren in die andere Richtung. High-Speed-Slalom bei ca. 150 Stundenkilometern. Wenn man sich so auf der Autobahn durch den Verkehr rechts überholen und so weiter, was alles normalerweise nicht erlaubt ist, das werden wir heute ausprobieren, um eben den Promi, der hinten drin sitzt, zu schützen. Was meinst du, wer gewinnt? Also entweder der Bentley, glaube ich, oder der Aston. Ich setze aufs Aston. Schauen wir mal. Ja. Geht los. So, du nimmst die Zeit. Ich nehme die Zeit selber. Ja, du sagst mir dann. Matthias, bist du soweit? Eins, zwei, go! Und los geht's! Schnell weg hier! So, jetzt gucken wir mal, wie der Kollege hier. Ja! Also, das ESP greift schon heftig ein, aber bremst ganz sanft runter. Hier muss ich bremsen. Brems und Rückwärtsgang. Wo geht's rein? Hier. So. Und weiter geht die Fahrt, wieder zurück. Weiter. So, Baby, los geht's. Also, jetzt geht's auf die Autobahn. Schnelle Wechselkurve mit 150. Wow, souverän gemeistert. Spät anbremsen. Ja, ist natürlich, das Auto ist mega schwer. Das Auto wiegt über 2,6 Tonnen. Das darf man natürlich nicht vergessen. Es ist dafür eigentlich auch nicht gemacht. Er nimmt kein Gas an. Er weiß, das würde zu Rutschen führen und er will nicht, dass wir rutschen. Deswegen nimmt das Gas weg. Jetzt haben wir wieder Vollgas da. 120, 30, 140, 150. Alter Schwede. Bremsen. Also das Bremsen funktioniert hervorragend. Allerdings merkst du natürlich das gesamte Oh, jetzt ist hier rutschig, das gibt's ja gar nicht. Komm, Baby! Zack! So, jetzt haben wir's doch. 1,27089. Und? 1,27089. Das ESP hat sehr sanft geregelt. Ja. Höchsten Slalom ist er super durchgekommen. Am Ende hat er ein bisschen stark das ESP runtergeregelt, hat nicht mehr die Kraft zugelassen, also okay. Gaspedalbefehl nicht mehr angenommen. Okay. Aber es ist super, weil es halt mega sicher ist. Ja. Und in so einem Auto möchtest du überhaupt keine Überraschungen erleben. Ja, absolut. Deswegen absolut perfekt, die Regelung total sanft. Mhm. Du fährst da hinten rein, es macht nicht sondern es macht okay. Richtig schön. Ja, ich würde sagen. Welcher ist der nächste? Rolls-Royce. Also, wir stoppen
Wir starten die Zeit. 1, 2, go! Und los geht's. So, also erstmal durch den Slalom. Hier schön vor den Verfolgern abhauen. Oh, er wankt sich, aber das ESP greift nicht so hart ein. Das macht er wirklich sehr, sehr gut. Vollbremsung, denn wir wollen ja da hinten rein in diese Lücke, damit die Leute uns nicht hinterherfahren können. So, da stehen wir schon. Die Verfolger fahren hinterher. Und los geht's. Los, Baby. Los. Come on. So, auf die Autobahn geht's. Also, das macht er hervorragend. Man muss natürlich dazu sagen, dass der hier mit Sommerreifen ausgerüstet ist. Wir haben bei Rolls-Royce nachgefragt, bitte gebt uns Winterreifen, damit wir Chancengleichheit haben. Aber sie haben gesagt, diesen Rolls-Royce gibt es leider nur auf Sommerreifen. Die vergreifen sich jetzt natürlich super gut in dem Asphalt, im Gegensatz zu den Lamellen von den Winterreifen der anderen Fahrzeuge. Aber wir haben halt gesagt, komm, diese vier Autos, die kriegen wir nicht noch mal auf einem Platz versammelt. Deswegen haben wir ihn trotzdem genommen. Jetzt gucken wir mal, was die Zeit sagt. Komm, nimm das Gas an. Los. Da bin ich mal gespannt. 1,24,378. Boom! Alter Schwede. Ja, mach mir mal die Tür auf. Ich muss es doch nicht selber aufmachen, ach so, die Tür, oder? Aber einen Knopf drücken kannst du selber, ne? Knopf habe ich schon gedrückt. Ja. Und? Jetzt halte ich fest. Die Rundenzeit von diesem Fahrzeug hier, ja, ist 1,24,378. Nicht dein Ernst? Über 2,5 Sekunden schneller als der Maybach. Wahnsinn, das sah überhaupt nicht so aus. Das sah nicht so aus, weil er so gewankt hat. Aber ich zeig dir jetzt mal was. Der Kollege hier hat Sommerreifen. Ah, okay. Und ja, die haben jetzt geschmeidige 35 Grad, würde ich mal sagen. Ja, da funktionieren die echt ganz gut. Verstehe. Und die Lamellen von den Winterreifen auf dem GLS, die haben keine Chance. Aber ich war überrascht, wie gut der Rolli da durchgeht. Also krass, auch auf der Bremse. Die Lenkung super präzise. Beim Highspeed-Ding war der so ruhig gelegen. Das war echt super. Hätte ich nicht gedacht. Von außen sieht das so aus, als ob das Auto gleich, dass du gleich echt umkippst. Insgesamt unfassbar schnell. Ich bin sehr gespannt, weil die beiden sind auch auf Winterreifen. Ja. Aber entschuldige bitte, das sind die sportlicheren Fahrzeuge. Die müssen sie eigentlich toppen. Welchen soll ich als nächstes nehmen? Den Bentley. Alles klar. Ciao. Eins, zwei, go! Alter, geht das Ding schnell. Alter Schwede, ist das Ding schnell. Boah, Alter! Boah, brutal, wie der geht. Zurück. Fahr. Rein, stehen, raus. Feuer. Sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Auto beschleunigt unfassbar gut. Geht hier sehr, sehr sportlich, dynamisch und trotzdem sicher zur Sache. Letzte Rille gebremst. Wir haben als einziges Fahrzeug hier Keramikbremsen. Jetzt kommt dann gleich die Gerade und da kann er natürlich viel rausholen mit dem Bentayga. 550 PS, 290 Stundenkilometer Spitze. Da muss jetzt was gehen. Sehr, sehr gut machst du das, Schatzi. Jetzt gehen wir hier rein in die Kurve und dann feuern wieder raus. Aber wie? 1,21,146. Das hier ist das Messer. Der Bentley. Ich hab's gesagt, entweder der Aston oder der Bentley. Und Stand jetzt ist der Bentley weit vorne. Und? 1,21,146. Unfassbar, wie der hier wegbeschleunigt. Ja. Durch den Slalom, wumm, eher wie eine Limousine. Ja. Da hinten den schnellen Slalom, ultra schnell. Okay. Wirklich unglaublich. Also das einzige Auto, was den Bentayga noch toppen kann, steht da, der Aston Martin. Also er ist so gefühlt kleiner, kompakter, auch tiefer so gefühlt von der Optik her. Genau. Ich bin sehr gespannt, was er abliefern kann. Ich glaube, dass der unschlagbar ist.
1,21? 1,46. Super. Erstmal auf Sport Plus. Okay. 1, 2, go! Oh, der Start ist richtig gut. Soundtechnisch brachial. Der ist super agil in den Kurven jetzt im Slalom. Da hat er einen kurzen ESP-Eingriff gehabt. Der war ein bisschen zu heftig für mein Dafürhalten. So, Rückwärtsgang fertig machen. Und los geht's, rückwärts. Und Vorwärtsgang, Vorwärtsgang, Vorwärtsgang. Selbst da wirkt der Aston Martin sportlicher. Also das Ding liegt richtig gut. Ultrasport, Ultrasport. Aber die ESP-Eingriffe sind zu heftig. Und was sagst du, Kollege? Komm, 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 untersteuern. Nein! Du sollst nach oben, ja, genau so. Oh. 1,21,249. So ein Hauch langsamer als der Bentley. Und? 1,21,249. Was? Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Er war eine Zehntel langsamer als der Bentley. Wobei ich aber hätte wetten können, dass der wesentlich schneller war, weil du bist so gut weggekommen. Das sah so geil aus. Ja. Auch wie du angehalten bist, rückwärts, vorwärts, das sah einfach genial aus. War super, aber die ESP-Eingriffe, das ist sein Problem. Ah, okay. Die ESP-Eingriffe wirklich machen Kreik und das Auto fährt irgendwie geradeaus. Okay. Das ist viel zu heftig, okay. Und das kostet diese eine Zehntel. Bentayga 1, DBX 2, Platz 3. Jetzt kommen wir zum Drittplatzierten. Da müssen wir uns ein bisschen was ausdenken. Also ich muss sagen, ich fand das nicht so gut. Alle Hersteller haben darauf geachtet, dass die Autos mit Winterrädern ausgeliefert werden. Ja. Rolls-Royce hat es nicht geschafft. Ja. Deswegen würde ich sagen, Rolls-Royce und Maybach beide Platz 3. Das ist fair. Das ist eine faire Nummer. Okay. Für die schnellste Flucht erhält der Bentley 4 Punkte. Platz 2 für den Aston Martin macht 3 Zähler. Maybach und Rolls-Royce teilen sich Rang 3. Das spült jeweils 2 Punkte aufs Konto.